Kelly, mein Schatz, da bist du ja. Was hat da so lange gedauert? Ich habe kein Taxi gekriegt. Oh, Liebling, das macht nichts. Hör mal, ich muss dir was sagen. Ich muss mit dir reden. Willkommen zurück zu Lego Jurassic World. Weiter geht es mit dem zweiten Film. Ah, Dr. Markham. Wollen Sie alte Lagerfeuergeschichten mit meinem Onkel austauschen? Ich war da, ich weiß, was passiert ist. Und Sie auch. Ingen untersteht jetzt meiner Verantwortung, Doktor, und ich werde unsere Interessen zu wahren wissen. Sie hatten damals recht und ich Unrecht. Hätten Sie erwartet, dass ich das jemals zugebe? Isla Nubla diente nur Präsentationszwecken für die Touristen. Anlage B war die Produktionsstätte. Sie lag auf der Insel Sorna. Vor einigen Wochen stieß eine britische Familie bei einem Yachtausflug zufällig auf die Insel. Der Aufsichtsrat hat diesen Vorfall ausgenutzt, um mir die Leitung von Ingen wegzunehmen. Es gibt da also noch eine zweite Insel mit Dinosauriern, diesmal ohne Zäune und so? Und Sie wollen da Menschen hinschicken? Ich brauche eine Fotodokumentation über diese Tiere. Sie haben doch nicht Sarah engagiert. Ihr passiert nichts. Und glauben Sie mir, das Forschungsteam wird... Das ist keine Forschungsexpedition mehr. Es ist ein Rettungseinsatz, der sofort anläuft. Sie können nicht 3 Tage früher fahren wollen und erwarten, dass alles fertig ist. Ich habe noch nicht alles da. Dieses Zeug muss noch getestet werden. Bis diese Fahrzeuge bereit sind, gehen wir nirgendwo hin. Funktioniert hier irgendetwas in Eddies Werkstatt? Okay, weiter geht's mit dem zweiten Film. Ich bin gespannt, was wir entdecken werden. Also in den letzten 7 Folgen, die wir bereits gesehen haben, haben wir den ersten Film von Jurassic World, also Jurassic Park, durchgespielt. Und heute geht's mit Jurassic Park 2 weiter. Gut, wir müssen in der Werkstatt ein bisschen aufräumen und versuchen, hier irgendetwas Brauchbares zu schaffen, sodass wir dann hier vorankommen. Wie immer gilt, erstmal alles kaputt machen. Vielleicht finden wir dann irgendwelche Hinweise, wo wir vorankommen. Und hier kommt direkt mal der Hinweis. Falls euch das Video gefällt, dann lasst doch einen Daumen hoch da. Das würde mich sehr freuen und zeigt mir, dass ihr noch weitere Lego-Let's Plays haben möchtet. Komplizierte Gleichungen können wir lösen. Ah ja, okay, das ist praktisch. Das machen wir einfach mit ihm. So, aha. Mathematik. Ist nicht immer einfach, aber kann spaßig sein. Was eigentlich mit euch? Mögt ihr gerne Mathematik in der Schule? Schreibt's mir in die Kommentare. Ich bin gespannt. So. Das sieht gut aus. Ein Pumpwerk oder ähnliches. Ich frage mich nur, was wir damit machen können. Da sind Ventile, die wir wahrscheinlich drehen müssen. Ich frage es nur, wofür? Okay. Wir werden früher oder später bestimmt etwas herausfinden. Was haben wir hier Schönes? Kann man zumindest nicht kaputt machen. Hier haben wir Ventile. Sollen wir die mal verwenden? Was drehen? Oh, hier können wir Farbe herstellen. Seht ihr das? Rot, lila. Nochmal rot. Was haben wir noch für Farben? Orange, lila. Was sollen wir denn machen? Ich verstehe es nicht. Was können wir hier machen? Ach, hier können wir mischen. Jetzt haben wir grün. Das wäre blau und lila und nochmal grün. Okay, hier können wir also die ganze Zeit mischen. Gut. Die Frage ist nur, was richtig ist und was wir da mischen müssen. Schauen wir uns das nachher einfach mal genauer an. Also wir wechseln mal kurz zu Eddie, der hier dann mit seinem Schussgewehr die Zielscheiben abschießen kann mit seinen Pfeilen. Mit seinen Betäubungspfeilen. Und hier kommt der DNA-Strang. Was sagt er uns denn, wenn wir ihn... Oh, upsala. Versehentlich auf ein Rad gesprungen. Oh, lalalala, oh, Entschuldigung. Und nochmal. Oh, die Reifen müssen also darüber. Okay, nicht alle, aber zumindest die großen. Die grünfarbenen. Lalalala. Oh, hier können wir auch noch was aktivieren. Genau. Lala. Schwupps. Jetzt? Ah, hier eine Kurbel wahrscheinlich drehen, oder? Nee, Moment, was passiert da jetzt? Jetzt. Dann drehen wir mal. Boah, was öffnet sich denn da? Das sieht ja mal gigantisch aus. Oh, das ist sehr toll. Unser erstes kleines Set. So, wo ist der Reifen? Da.
Der Reifen soll natürlich darüber zu dem Auto. Da wird dann nämlich benötigt. So, kleinen Moment, ich bin gleich... Oh, jetzt stecke ich hier fest. Oh, hier schnell weg. Entschuldigung, oh nein. Gar nicht so einfach, die Steuerung. Und jetzt aber. Upsala. Passt doch, oder? Und, schaut mal rein. Ja, sieht gut aus. Autsch, hab mir einen Splitter eingefangen. Ein Splitter? Gummi? Steig einfach ins Auto. Ja, steigt einfach mal ins Auto. Hey, macht das nicht kaputt? Gut, ist aus Lego. Kann man wieder reparieren. Okay, die sind schon mal im Auto. Aber noch nicht losfahren. Wir müssen erstmal hier alle Autos reparieren. Da ist auch noch eins kaputt. Seht ihr das da im Hintergrund? Dazu kommen wir jetzt gleich. Wir schauen noch kurz, was es hier vorne so gibt. Bevor wir etwas verpassen. So, das war's dann auch. Was ist eigentlich mit diesem Auto hier? Getrocknete Farbe. Was sollen wir denn tun? Lila. Passt dir lila? Was brauchst du denn für eine Farbe? Grün. Oder willst du blau? Oder willst du lila? Ich komme gerade nicht dahinter. Das muss ich zugeben. Vielleicht muss ich eine bestimmte Farbkombination einstellen, oder? Nee. Gelb vielleicht? Jetzt wird's lila. Okay. Der sagt nichts. Was ist eigentlich damit? Das sind keine Bauteile. Komisch, weil die springen so komisch rum. Ich dachte, das wäre etwas. Naja, gut. Soll wohl nicht so sein. Komm ich da hoch? Nee, komm ich nicht wirklich hoch. Okay. Hier können wir auch nicht auf diese Teile springen. Tut mir leid, ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch. Wir wollen einfach nicht halten. Kannst du es mal probieren? Oh, ja, ich kann es reparieren. Ich klar. Einen Hammer benutzt. Das erklärt alles. Ja, einen Hammer sollst du nicht zum Reparieren benutzen. Aber jetzt funktioniert es doch wieder, oder? Jetzt schnurrt sie wie ein Kätzchen. Ein wirklich lautes Kätzchen. Danke. Ja, sehr gerne. Die Hauptsache, dein Auto funktioniert jetzt. Okay, aber es fehlt immer noch das letzte Auto. Ist hier sonst irgendetwas? Irgendein Hinweis? Ja, ich weiß, ihr wartet schon. Wir beeilen uns. Ist auch nichts gewesen. Das sind ein paar Stats, die wir einsammeln können. Ansonsten sieht es hier ein bisschen mau aus. Eieieiei. Was müssen wir denn tun? Hilfe. Mit Betäubungspfeilen irgendwie auf die Wände schießen? Nicht wirklich. Das muss irgendwas mit diesem Systemchen zu tun haben. Die Frage ist nur, was? Was müssen wir hier tun, damit das passt? Schau mal, jetzt haben wir grün. Grün leuchtet grün und bedeutet richtig. Nee, das ist nicht richtig, oder? Was sag ich damit? Ah, das ist eine Pumpe. Und jetzt? Oh, jetzt habe ich es im Mund. Entschuldigung, war keine Absicht. Und, wie findest du die Farbe? Grün, es soll grün sein, damit uns die Dinosaurier nicht sehen. Oder willst du von einem T-Rex gemampft werden? Aber ich war das doch gar nicht. Unfair. Ach so. Da gucke ich nicht nochmal rein. Das erklärt natürlich einiges. Klar, natürlich muss das Auto grün sein. Hätte ich, glaube ich, früher verstanden, dass das ja eine Pumpe ist, dann hätte ich gleich gewusst, dass ich vielleicht die richtige Farbe mischen muss. Gut. Okay, tut mir leid, hat ein bisschen gedauert, aber jetzt sind wir ja dahinter gekommen. Jetzt müssen wir nur noch die richtige Farbe mischen. Welche Farbkombination war das noch gleich? Normalerweise ist es blau und gelb, oder? Mal gucken. Jetzt vielleicht? Nee, das ist gelb. Ups, nochmal drehen. So aber. Ja, das ist grün. Und rein damit. Grüne Farbe kommt. Ja, fabelhaft. Sieht doch viel, viel besser aus. So wie es aussehen muss. Gut. Okay, bring diese Fahrzeuge zum Dock. Als nächstes müssen wir uns um das mobile Labor kümmern. Beeilung. Okay, das erledigen wir alles. Oh, wer kommt denn da jetzt angefahren? Passt auf, wo ihr hinfahrt. Danke für die Vorwarnung, Eddie. Nick Vanone, das ist Ian Malcolm. Nick ist unser Fotograf. Ian ist unser... Ian. Ja, der Ian ist natürlich auch immer dabei. Jetzt haben wir Nick freigeschaltet. Der Fotograf?
Ist er der Fotograf? Naja, gut. Jetzt können wir mal ein bisschen mit Ian spielen. Ich weiß, ich hab die Schlüssel irgendwo. So, schaut mal, der Ian hat so ein Brecheisen wie damals Chase McCain als Bandit. Klar. Gar nicht mal so unpraktisch, wenn man sowas hat. Was machen wir hier? Ein interessanter Bereich. Die Frage ist nur, was wir hier tun sollen. Wir schauen uns erstmal um. Ja, den DNA-Strang möchte ich jetzt nicht unbedingt ansprechen. Was ist hiermit? Und jetzt aber. Aufgeknackt. So, wir brauchen hier die Hilfe. Hier ist irgendwas kaputt. Kann es irgendjemand reparieren, bitte? Entschuldigung. Vielleicht der Eddie? Eddie, magst du? Ja, der Eddie. Der Eddie hat seinen Schraubenschlüssel dabei. Der kriegt das auf jeden Fall hin. Einmal ein bisschen drehen. Ein bisschen draufklopfen. Und die Kiste stimmt wieder. Ah, super. Oh, was kommt da denn jetzt hervor? Oh, Förderbänder mit drei braunen Kisten, auf denen drei rote Zielscheiben zu sehen sind. Da kann Eddie mit dem Betäubungsfall mal dagegen schießen. So, Moment. Hey, Nummer 1. Mann. 2 und 3. Und was gibt's hier? Ein paar Bauteile, schaut mal. Was können wir hier schönes zusammenbauen? Oh, so ein Hebel. Jetzt passt mal auf. Wenn wir jetzt an diesem Hebel ziehen oder ja, drücken. Ja, wir schieben. Ah, wir können es nach hinten befördern. Sehr praktisch. Und gleich geschafft, noch ein bisschen. Perfekt. Okay, stopp. Hier soll er hin. Danke. Das ist ein Hochstand. Man steigt rein, fährt rauf und versteckt sich. Da oben. Eigentlich ist das eine bequeme Zubeißhöhe für Dinos. Okay, wir können jetzt also diesen kleinen, ja, ich sag mal Aufzug verwenden, um nach oben zu kommen. So, Entschuldigung, Kaffeepause ist erstmal vorbei. Ihr könnt auch gerne mal was hier in der Werkstatt machen. Ist denn jetzt gerade Pause? Komm schon. Na, die trinken einfach im Stehen weiter. Die machen sich nichts draus. Gut, dann trinken einfach mal weiter. Wir müssen hier auf jeden Fall ein bisschen für Recht und Ordnung sorgen. Und deswegen machen wir alles kaputt. Man weiß ja nie, was man vielleicht verpassen könnte. Deswegen vorsichtshalber hier und da mal kreuz und quer schlagen. Achtung, seid ihr bereit? Wir fahren jetzt nach oben. So, einmal alle mal umdrehen. Wir schauen uns das Ganze mal an. Okay, dann schaut auf die Wand. Ich bin auf jeden Fall bereit. Und die Kiste ist direkt mal kaputt. So, was gibt's hier Schönes? Da können wir gleich tauschen. So, Nick. Und den Nick kann jetzt kurz mit dem Brecheisen aufknacken. Es gibt hier wieder ein besonderes Bauteil. 2 von 10. Sehr schön. Entschuldigung, meine Lieben. Die Kaffeepause ist auch schon wieder vorbei. Seid mir nicht böse. Okay. Viel Zeugs. Und der eine genießt immer noch seine Zeitung. Bleibt einfach sitzen. Als wäre nie etwas geschehen. Und der macht's richtig. Und hier haben wir auch noch ein bisschen Zeug rumstehen. Weg, weg, weg damit. Alles muss weg. Wir räumen richtig auf. Oh, feier. So. Komm ich hier durch? Irgendwas vergessen? Da oben ist noch so ein Teil. Komm ich da hin? Ich weiß es nicht. Kann ich das abschießen? Nee, sieht nicht so aus. Ich glaube, ich komme da erst hoch, wenn ich die anderen Charaktere noch freigeschaltet habe. Das heißt, wir müssten dann theoretisch auch nochmal zurück. Gehört da nicht noch ein Dach auf das mobile Labor? Oder ist das die Roadster-Version? Das naja, ist die Roadster-Version. Wir sollten zumindest ein Cabrio daraus machen. Hä, wieso ein Cabrio draus machen? Könnt ihr machen, was ihr wollt? Dann brauchen wir nicht unbedingt ein Cabrio. Okay. Hallihallo, hallihallo, hallihallo. So, was gibt's hier Schönes? Pam, 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 pam. Viel Zeugs. Zeug, das niemand benötigt. Wir bauen jetzt hier eine Rampe oder sowas. Wow! Habt ihr das gesehen? Gleich mal reparieren. So, Schraubi, Schraubi. Passt. Okay, können wir das schon verwenden? Irgendwie ja, aber irgendwie nein. Keine Ahnung. Wir schauen uns einfach mal weiter um. Was ist das hier eigentlich? Komische Plattform. Und hier, ihr... Seid hier fleißig dabei? Hier sind auch so komische Bauteile. Warum kann ich das nicht bauen? Der Nick vielleicht? Nee, Nick auch nicht. Der ist aber von... keine Ahnung. Oh,
komisch. Ich dachte, wir hätten jetzt genügend Bauteile. Sieht aber nicht danach aus. Na gut. Dann schauen wir uns weiter um. Und? Nein, keine Spur. Gut. Was ist das für ein netter Herr? Die machen einfach hier Pause. Manche arbeiten, manche machen Pause. Also wenn, dann kenne ich das nur so, dass alle Pause machen. Aber dass nur einer Pause macht, verstehe ich nicht. Hm. Nichts Auffälliges gefunden. Das hier, diese Kabine? Hat wahrscheinlich auch keine Funktion. Und hier? Was muss ich denn hier machen? Oh, kann ich da hoch? Ist hier da hinten noch was? Ne, hier hinten ist nichts mehr. Das ist auch so auffällig. Warum kann ich damit nichts machen? Ich verstehe das nicht. Oh, ja, ja, ja. Alle, die das Spiel schon gespielt haben, die wissen es natürlich schon. Aber an alle, die das Spiel noch nicht kennen, schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr machen würdet an dieser Stelle. Es gibt kein richtig und falsch. Wir werden natürlich die Auflösung noch nachher im Video sehen, wie ich hier weiterkomme. Aber trotzdem, schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze angehen würdet. Das würde mich sehr interessieren. Ansonsten darf man nicht rein. Nee, sieht eher schlecht aus. Kannst du da rein? Kannst du irgendwas machen? Nee, auch nicht. Gut. Keiner von uns. Komisch. Aber wir haben zwei dieser komischen Teile. Die haben irgendwas zu bedeuten. Die Frage ist nur, ob wir damit jetzt schon was machen können oder erst später mit den neuen Charakteren. Naja, gut. Hier kommen wir auf jeden Fall erstmal nicht weiter. Hier oben? Was ist eigentlich damit? Warum können wir das nicht bedienen? Wow, 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 wow. Der arme Ian rutscht da oben auf der Maschine aus. Nein, jetzt mal Spaß beiseite. Was willst du mich hier tun? Ich stehe auf dem Schlauch. Ich stehe auf dem Schlauch. Auf dem Schlauch. Hm, kann der Arbeiter uns helfen? Der steht einfach nur da. Ich glaube, das ist der Chef gewesen, oder? Warum sind hier Bauteile, mit denen man nichts machen kann? Die müssen doch dann rein theoretisch verschwinden. Hey, kannst du uns den Plan zeigen? Entschuldigung, irgendwie? Irgendwas? Sind alle beschäftigt. Alle sind hier beschäftigt. Was mache ich mit dir, Eddie? Eddie, kannst du irgendwas ausrichten? Kannst du irgendwas? Weißt du irgendetwas? Eddie, kannst du das hier verwenden? Guck mal. Ach nee, warum bin ich nicht früher auf die Idee gekommen? Das ist ja mal peinlich. Gut, was soll's. Wir ignorieren das kleine Missverständnis einfach. Okay, bitte, tut mir leid. Okay, was müssen wir tun? Können wir diesen blauen Kasten da hinten? Nee, können wir nicht. Gut, dann müssen wir, glaube ich, den Kran zurück. Und... Ah, jetzt verstehe ich, was das grüne Teil da unten auf dem Boden ist. Das ist nämlich das Dach des Wagens. Versteht ihr? Schaut mal, das ziehen wir einfach nach oben und transportieren es darüber. Dann wird es nur draufgesetzt und zack, stimmt das Ganze schon. Ja, so ist's besser. Perfekt, sehr gut. Ah, Kelly, mein Schatz, da bist du ja. Was hat da so lange gedauert? Ich habe kein Taxi gekriegt. Oh, Liebling, das macht nichts. Hör mal, ich muss dir was sagen. Ich muss mit dir reden. Wärst du etwa weg? Ist nur für ein paar Tage. Eigentlich will ich ja überhaupt nicht weg, aber es ist leider ziemlich Dr. wichtig. Dr. Malcolm. Das ist ja voll cool. Ich habe in Dr. Hardings Telefon einen Peilsender eingebaut. Wir müssten also ein Signal empfangen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lego Jurassic World. Wir spielen den zweiten Film und es kann weitergehen hier im Dschungel. Wir befinden uns bereits auf der Insel, wo die Dinosaurier leben. Schaut mal. Oh weia, die lassen sich auch nicht erwischen mit den Betäubungspfeilen. Der arme Eddie wird hier schwer zu kämpfen haben. Ian und Nick aber auch. Mal gucken, wie gut das funktionieren wird. Oh nein, ich traue mich gar nicht hier rüber. Vorsicht, Vorsicht, Hilfe. Aua, aua, Hilfe. Boah, böse Dinos. Diese kleinen Baby-Raptoren sind schon ziemlich aggressiv für ihr Alter. Aber gut, wir wissen ja bereits, nicht alle Dinosaurier sind nett zu uns. So, was finden wir da noch Schönes? Gar nichts mehr Besonderes. Ist hier noch irgendetwas? Ah ja, genau. Den Baumstumpf können wir auch noch kaputt machen. So. Dann machen wir hier mal ein bisschen klar Schiff. So muss das natürlich aussehen. Und jetzt brauchen wir eine Zange vielleicht von Nick. Oder was anderes. Ein Brecheisen. Oh, nicht so einfach. Oh. Sehr gut. Uiuiuiui. Eine dunkle Höhle. Da kann Ian rein. Boah, da kommen wieder Dinosaurier raus. Ihr kleinen Fies. Oh, watch. Aua. Das war fies. Ich konnte mich gar nicht wehren. Das. Oh, hier stinkt's. Das sind große Dinosaurierhaufen. Sarah! So, jetzt lasst uns mal reingehen. Sarah! Muss Sarah irgendwo finden? Die ist ja auf dieser großen Expedition. Die wir in der letzten Folge herausgefunden haben. Die wurde nämlich hierher geschickt, um Fotos von den Dinosauriern zu machen. Sie soll das Ganze hier dokumentieren. So, aber wir werden noch früher oder später herausfinden, wo sie sich befindet und ob sie in Schwierigkeiten steckt. Wir hoffen natürlich nicht. Also, bisher scheint die Insel noch ziemlich in Ordnung zu sein. Oh, ein Amboss und... Oh, der Ast hängt. Meine Lieben, hier kommt noch der Hinweis. Falls euch das Video gefällt, dann lasst doch einen Daumen hoch da. Das zeigt mir, dass ihr Lego Jurassic World toll findet, noch weitere Folgen möchtet und natürlich auch noch weitere Let's Plays von Lego sehen möchtet. So. Und das sieht auch echt spannend aus hier, die Abschnitte. Okay, der Pilz geht kaputt. Und hier haben wir so komische Dinger zum Festheben. Hey, du links, ich rechts. Moment, ich hole noch kurz die Stats mit Eddie. Okay, jetzt Nick und Eddie. Konzentriert euch bitte mal und haltet euch da oben an den Lianen fest. So, ja, ja, genau. So, perfekt. Perfekt, jetzt kann ihr nämlich da drüber laufen. Ich helfe euch gleich rüber. Ups, bitte dranbleiben. Ich komme gleich und helfe euch. Ich werde versuchen, eine Möglichkeit zu finden, um euch dann nach oben zu holen. Diesen blauen Stud holen wir uns aber auch noch gleich. So, wie wär's damit? Hier eine Leiter für euch. Dann kommt mal hier hoch. Ich hole mir kurz den blauen Stud. Hehehe. Ja, der soll mir natürlich nicht verwehrt bleiben. Okay, meine Lieben. Na? Wow, was war das denn? Da kommt was Großes. Ist irgendwas Großes auf dem Weg? Oh, oh, ich hoffe doch nicht. Und wieder diese kleinen Raptoren. Seid fies, weg mit euch. Mensch. Der arme Ian muss ja alles alleine machen. Was ist mit euch, Nick? Und Eddie? Die diskutieren da einfach, als wäre nichts. Endlich hilft uns Eddie. Da kommen auch ständig neue Raptoren. Das hört gar nicht mehr auf. Die haben ein Nest. Okay, schnell. Wir müssen uns beeilen und dann schnell weiter. Wow, wow, wow. Schnell. Oh nein. Mir reicht's jetzt. Hier, Hilfe. Ja, okay, okay, okay. Lass mich in Ruhe. Wir haben nichts gemacht. Schnell, was auch immer das ist. Was ist das? Eine Schleuder. Wow, cool. Wow, das ist ja mal praktisch. Was ist dahinter? Hey, lasst uns in Ruhe. Die kleinen Raptoren. Das reicht jetzt langsam. Sarah! Sarah Harding! Vielleicht finden wir einen Hinweis. Wie viele Sarahs gibt es hier deiner Meinung nach? So, die lieben Raptoren greifen uns gerade nicht an. Oh, ja, kaum habe ich was gesagt, schon greifen sie uns an. Selbst die Betäubungspfeile helfen da nicht.
So, schnell, 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 was auch immer das ist. Wir bauen das schnell zusammen. Okay, ein Trampolin. Schnell weg, die Raptoren greifen uns an. Hilfe! Aua, auachi. Auchi, babauchi. Boah, schnell weg. Schnell, wir müssen da hoch. Schnell, das Trampolin. Komm schon. Nur noch ein Leben. Jemand muss mir helfen. Hilfe. Komm, du musst mithelfen, Nick. Eddie, was ist jetzt mit dir los? Warum hilfst du nicht? Alleine geht das, glaube ich, nicht, oder? Nein. Ich brauche auf jeden Fall Eddie. Eddie oder Ian. So, ich gehe mal, oder? Sehe ich rüber? Nein, es geht nicht. Ich brauche auf jeden Fall zwei Personen. Weil alleine kriegt es nicht runter. Oh nein, Eddie wurde gebissen von den Raptoren. Jetzt schnell. Ja, endlich. So, jetzt schnell weg. Langsam reicht es mir mit den Raptoren. Sie müssen diese Fieslinge in der Nähe sein. Hier soll irgendwo ein Dinosaurier sein. Seht ihr irgendetwas? Ich sehe noch nichts. Da. Wow. Das ist atemberaubend. Ja, ja, hu und ah, das sagt jeder am Anfang. Aber dann rennen alle um ihr Leben und schreien Zeta und Mordio. Schon schön, solche Dinosaurier. Und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das sind liebe Dinosaurier, nette Dinosaurier. Die nichts Böses wollen, nicht so wie die Raptoren. Hilfe! Mann, diese Raptoren nerven. Die müssen einem immer hinterherlaufen. Weg mit euch. Pfui, pfui, pfui. Und sogar ein Frosch springt hier rum. Habt ihr den gesehen? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Die lassen einfach nicht still. Ja, reicht doch. Mann. Also heute haben wir echt zu kämpfen mit den kleinen Raptoren. Oh, ein neues Bauteil. Hier liegt ein kleines Dinosaurierhäufchen. Können wir aber nichts machen. Hier ein großes Häufchen. Und ansonsten war es das, glaube ich. Haben wir irgendwann... Nee. Da können wir gleich was knacken mit Nick. Und hier haben wir noch eine Blume. So, und das war's dann aber auch. So, dann Nick, bitte hilf uns und knacke dieses kleine Ding da. Dieses Steinsding. Sehr gut. Jetzt können wir da drauf klettern. Und rüber. Jetzt machen wir Fotos. Wow, schaut mal. Das sind wirklich tolle Dinos. Das sind einmalige Fotos, sagenhaft. Ein Selfie. Und hier auch noch. Sarah? Hey, Nick! Ian, ich hätte nie im Leben geglaubt, dass Hammond dich rumkriegt. Hey, Eddie! Hi, Sarah. Oh, oh, oh. Habt ihr die Tiere gesehen, die gerade vorbeigezogen sind? Das war eine Familie. Ein Foto von ihrem Nest. Bin gleich zurück. Sarah, nein, nein! Bleib da! Sarah. Sarah. Sie ist viel zu dicht dran. Oh, oh, jetzt gibt's Ärger. Normalerweise wären diese Dinosaurier eigentlich ziemlich freundlich. Sie beschützen doch nur ihr Baby. Genau, sie beschützen nur ihr Baby, das ist alles. Und das ist alles nur, weil Sarah unbedingt ein Foto schießen wollte. Wow! Gefährlich! Ja, da sind wir selbst schuld. Das ist diesmal nicht die Schuld der Dinosaurier, weil nur die Raptoren sind böse. Aber die Stegosaurier eigentlich nicht. Die sind ja eigentlich auch Pflanzenfresser und keine Fleischfresser. Daher tun sie uns eigentlich nichts, aber naja, wir sind selbst schuld, wenn wir dem Kind so nahe kommen. Okay, jetzt müssen wir uns irgendeine Taktik ausdenken. Schaut mal, was können wir hier zusammenbauen? Was ist denn das? Können wir auf jeden Fall verwenden. Müssen wir gleich testen. So, das Spielzeug von dem Kleinen machen wir kaputt, nur um zu gucken, ob wir was finden.
Oh, wir können es da drin verstecken. Und jetzt? Was bringt das? Wir bleiben einfach mal verstecken. Oh, oh, der Stegosaurus kommt. Oh nein, oh nein. Oh nein, Vorsicht. Boah, das ist eine gute Taktik. Jetzt machen wir ein Foto. Da ist er verwirrt. Na, du kleiner Stegosaurus. Schon genug? Wow, wow, wow. Vielleicht irgendwo noch mehr? Wow. Da ist noch etwas. Das können wir auch noch aufknacken. Na, Vorsicht, Ian. Wow. Gar nicht mal so ungefährlich. Schnell, 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 schnell zusammenbauen und dann verstecken. Perfekt. Versteck dich schnell, Nick. Und du, Sarah, geh lieber zur Seite. So, Achtung, jetzt warten wir, bis der Stegosaurus wiederkommt. Da ist er. Und. Ha, ausgetrickst. Jetzt machen wir wieder ein schönes Foto von dir. Hügelchen. Cheers. Sehr gut. Wow. Da muss das letzte Versteck sein. Schaut mal, Ian und Eddie sind total schockiert und wissen gar nicht, was sie tun sollen da oben. Wow, 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 Hilfe. Wir können hier nicht zusammenbauen. Was ist das hier? Hier kriegt es noch einen extra Punkt. Das haben wir noch nicht kaputt gemacht. Kriegen wir das noch hin? Wir versuchen es mal. Wow, Vorsicht. Wow. Wir haben es leider erwischt. Sarah auch. Entschuldigung, aber wir sind ja schon wieder zusammengebaut. Komisch, irgendwie erwischen wir das Teil nicht. Na, ist jetzt auch egal. Auf jeden Fall, wenn ihr 3 von 3 Punkten haben wollt und ein kleines Minikit freischalten wollt, dann müsst ihr versuchen, noch den letzten Stein da unten kaputt zu machen. So, ich sammle noch ein paar Stats auf, aber es wird, glaube ich, nicht reichen, um das voll zu bekommen. Aber wir machen einfach mal weiter und bauen jetzt hier ein neues Versteck. Wir müssen noch warten, bis der Stegosaurus aufhört hier mit seinem Schwanz. Diese, wow, kleinen gezielten Erdbeben zu verursachen. Diese Steinkanten. So, das ist zusammengebaut. Wir sammeln ein paar Stats ein und jetzt schnell verstecken. Schnell, 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 schnell. So, Achtung, Achtung. Der Stegosaurus kommt, schnell. Sarah, versteck dich. Perfekt, das ist unsere Chance. Und jetzt gibt es das letzte Foto von uns. Hühnchen, sagt Cheers. Haha, schönes Foto. Feuer! Feuer in unserem Lager! Nein, Wasser erzeugt nur Wasserdampf. Nehmt Erde. Wer hat das Feuer gemacht? Ich wollte euch nur was zu essen kochen. Es sollte fertig sein, wenn ihr zurückkommt. Oh, Kelly, ja. Kelly, du hast keine Ahnung, was hier los ist. Warst du wirklich die ganze Zeit im Trailer? Das kapiere ich nicht. Da steht ja InGen an dem Hubschrauber. Aber wieso? Warum schickt Hammond 2 Teams her? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lego Jurassic World. Es kann weitergehen mit unserem großen Abenteuer, denn in der letzten Folge, tja, das habt ihr bestimmt gesehen, haben wir gegen Stegosaurier gekämpft. Und die haben wir so bezwungen, indem wir sie einfach fotografiert haben. Upsala. Entschuldigung, Ian. Wir sollten hier irgendwie über den Fluss kommen. Die Strömung ist viel zu stark, wir müssen irgendetwas bauen. Die Frage ist nur was? Tja. Bauen wir hier? Können wir darüber? Gibt es hier in der näheren Umgebung etwas? Hier vielleicht mit dem Baum? Dann können wir den Baumstamm dazu verwenden. Oder? Nee, wir machen den Baum nur kaputt. Sieht nicht so danach aus. Sonst irgendetwas? Schaut mal da. Da können wir hoch. Und nach links und hoch. Sehr gut. Was ist das denn für ein großes Ding? Ich habe keine Ahnung. Wir müssen, glaube ich, tauschen. Kann das irgendjemand kaputt machen, oder? Ach, natürlich, der Nick. Der kann das einfach mit der Eisenstange, mit der Brech... mit dem Brecheisen kaputt machen. Sehr gut. Wir haben ein paar Bauteile von diesen Felsen. Und
können daraus jetzt vielleicht irgendeine Brücke oder ähnliches bauen. Ah. Oder ein paar Balken zum Balancieren. Sehr gut. Hat gut funktioniert. Da drüben ist eine Zielscheibe. Seht ihr die? Dazu brauchen wir aber Eddie. Eddie! Sag mal, kannst du uns kurz helfen, mit deinem Betäubung zu fallen? Jetzt ist er leider ins Wasser gefallen. Und Sprung, Sprung, Sprung. Sehr gut. Und jetzt, macht euch bereit. Betäubungsfalle auf die Zielscheibe. Haben wir nicht erwischt? Haben wir sie nicht getroffen? Nochmal. Das ist kein Problem. Diesmal treffen wir. Sehr gut. Eine Liane kam nach unten. Die können wir dazu verwenden, um auf die andere Seite zu kommen. Ziemlich praktisch. Dann mal los. Wow. Okay, der Sprung war nicht so gut. Hier kommt übrigens der Hinweis. Falls euch das Video gefällt, dann lasst doch einen Daumen hoch da. Das hilft mir, um zu wissen, dass ihr diese Folgen toll findet und noch weitere Lego Let's Plays und Lego Folgen sehen möchtet. Dadurch könnt ihr auch ein bisschen den Inhalt hier auf diesem Kanal anpassen, weil ich dann einfach weiß, was ihr am liebsten schaut. So, aber zurück zum Spiel. Jetzt machen wir hier mit der Tochter von Ian weiter. Oder war doch die Tochter? Oder? Oder bin ich jetzt total verwirrt? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich persönlich habe leider nur den ersten Jurassic-Film gesehen, also Jurassic Park. Daher wird es für mich ganz interessant, das jetzt zu sehen. Im zweiten und dritten Teil. Tja, in diesem kleinen Häufchen, oder in dem großen Haufen besser gesagt, war leider nichts. So, jetzt nehmen wir das Trampolin. Und kommen gleich hoch. Was ist denn da oben? Da wird auch irgendwas. Wir können unser Basislager genauso gut hier aufschlagen. Das ist ein Jagdrevier, Mr. Ludlow. Ich begleite Ihren Campingtrip unter der Bedingung, dass ich das Sagen habe. Okay? Okay. Dieter, geh in den Ausleger. Ihr nähert euch ihm. Der mit dem roten Horn, so einer Schmalztolle. Die sind ja bestens ausgerüstet. Einfach ausgedrückt, Ingen sucht Investoren, die einen Teil unserer Vorlaufkosten übernehmen. Man transportiert nicht Menschen um die halbe Welt, damit sie einen Zoo besuchen. Man bringt den Zoo zu ihnen. Mr. Hammond wusste das. Ehe er den Traum von einer Insel hegte, begann er mit dem Bau eines Amphitheaters. San Diego ist prädestiniert dafür. Es könnte für die Besucher in weniger als einem Monat fertig sein. Die wollen die Tiere mitnehmen. Rüber aufs Festland. Jetzt kann ich's euch ja sagen, dass Hammond mit ihrem Auftauchen gerechnet hat. Er hat eine Alternative parat. Was für eine Alternative? Mich. Okay, Sabotage im Lager. Hier geht es jetzt weiter. Für Sarah und Nick. Ich weiß nicht, ob die anderen auch da sind, aber zumindest wenn wir jetzt mit den zwei weiterspielen und versuchen jetzt die ganzen Dinos hier zu befreien. Denn das waren keine Raptoren, das heißt, es waren liebe Dinos. Und die sollen nicht von irgendwelchen Menschen, also von irgendwelchen Lego-Figuren, gefangen genommen werden. Daher werden wir das ganze Lager jetzt einfach sabotieren. Das heißt, wir werden für Recht und Ordnung sorgen. Etwas Unerwartetes machen. Damit die anderen nicht rechnen. Wer seid ihr? Die dürfen nicht hier sein. Auf sie! Oh, oh, Vorsicht. Zeit für ein bisschen Kung Fu. Und nimm das. So, du stehst noch da? Kein Problem. Nimm das. Gut gemacht, Sarah. Okay. Die sind erstmal K.O. Nicht, dass sie sich gleich wieder zusammenbauen und aufstehen. Ich bin gespannt. Aber lassen wir uns einfach mal auf das Abenteuer ein. Und schauen mal, was wir hier so entdecken können. Erstmal knacken wir das auf und befreien den lieben Dino hier. So, komm raus, mein Guter. Du bist frei. Alles in Ordnung? Und nein, du bist noch ganz schlapp von dem Betäubungspfeil. Noch ziemlich müde. Vielleicht kann Sarah in dem Häufchen mal kurz nachgucken, ob sie was findet. Und? Ah. Einem Häufchen, hey, haben wir erkannt, dass er etwas essen muss. Jemand hat den Cephalosaurus freigelassen. Da kommen weitere Wachen. Achtung. Nick, kümmere dich um die.
glaube, der Nick braucht Hilfe, sonst gibt es ein kleines Problem. Okay, dann helfen wir mal. So, dann komm mal her. Ah ja, stimmt, den hier habe ich ganz übersehen. Stand sie ja auch noch da. Menschenskinder. So. Wir brauchen also eine Banane, ein Pilz und ein Eis, wenn ich das richtig gesehen habe. Also, dieser Dino ist ein bisschen wählerisch. Aber gut, das soll er alles bekommen. Ich weiß nur nicht, ob wir hier ein Eis finden können. Wir schauen uns einfach mal um. Irgendwas wird sich hier schon auftreiben lassen. So. Sehr gut. Mehr gibt es hier anscheinend nicht. Uah, was sind das denn für eklige Dinger? Okay. Kästen, weg, weg, weg damit. Das sind ziemlich viele sogar. Oh je, viel zu tun hier im Lager. Aber ein schönes Lager. Oh, noch mehr Wachen. Vorsicht. Nimm das. Oh nein, Sarah. Zum Glück hat sie sich schnell wieder zusammengebaut. Das ist das Tolle an Lego-Figuren. Die kann man auseinandernehmen und klack, zack, im nächsten Moment wieder zusammenbauen. So, was haben wir hier Leckeres? Schaut mal, da ist ein Pilz drin in diesem Topf. Den müssen wir uns gleich irgendwie holen. Hier können wir etwas bauen. Ah, perfekt. Jetzt können wir in der Kurbel drehen und dann... Jetzt erstmal schön an der Kurbel drehen und wir kriegen... Ja, perfekt. Alles ist runtergefallen, wir kriegen den Pilz. Und den Pilz können wir jetzt dem Dinosaurier bringen. Der wird sich freuen. Hallihallo, Dinosaurier. Guck mal, hier ist der Pilz für dich. Lass es dir schmecken. Ja, der will aber noch mehr. Was ist eigentlich das hier? Wahrscheinlich kann ich das nur mit einer anderen Figur steuern. Aber nicht mit Sarah und Ian. Dazu brauchen wir einen, der mit Elektroschocker umgehen kann. Aber die zwei sind nicht dafür ausgebildet. Daher machen wir uns mal weiter auf den Weg. Was ist eigentlich hier mit diesem Auto? Können wir da irgendetwas machen? Das sieht nicht so aus, oder? So, wir springen erstmal da rein. Oh, da wird ja wieder gekämpft. Achtung. So, und wir haben ein... Oh, wir haben in dem großen Dinosaurierhaufen ein Eis gefunden. Ein Blaubeereis. Okay, ich weiß nicht, ob das so gut schmeckt, aber probier's doch mal. Entschuldigung fürs Räuspern. Wir brauchen jetzt noch eine Banane. Eine leckere Banane, Banane, Banane. Oh, schaut mal, hier ist ein Squad. Wow, die sind ja cool. Oh, Entschuldigung, Sarah. Zwei Squads, okay, aber wir sollten lieber mal schauen, was wir noch finden. Wir brauchen eine Banane. Irgendwo muss doch eine Banane sein. Hier vielleicht. Und, oh, gar nicht mal so einfach. Oh, sehr gut. Wow, da ist die Banane auch schon. Und da ist ein Teddybär gewesen. Hui. Jetzt muss ich sogar niesen. Das wird eine komische Folge. Erst räuspern, dann niesen. Tut mir leid, meine Lieben. Bin mal gespannt, wer von euch kann mir gut vorstellen, in den Kommentaren schreibt Gesundheit. So, jetzt kommt die Banane erstmal zurück. Hallo, mein lieber Dino. Schau mal, hier ist die Banane für dich. Na, wieder fit? Lieber Dino, ganz lieber Dino. Du bist ein Hübscher. Und wir können ihn jetzt sogar steuern. Das ist sehr toll. Und er kann auch rennen. Das heißt, mit seinem Kopf wahrscheinlich solche Gegenstände rammen. Oh, Vorsicht. Tja, man sollte sich niemals mit einem Dinosaurier anlegen. Oh, das waren unsere Leute. Tut mir leid. So. Das hier ist erstmal kaputt. Und der Weg ist frei. Sammeln wir noch kurz die Stats ein. Vor allem die blauen sind sehr wertvoll. Ich hoffe, Sarah und Nick machen hier den Rest. Kriegen wir das hin? Ich hoffe doch mal. Ich konzentriere mich denn schon mal auf den anderen Bereich. So, boah, hier gibt es aber einiges kaputt zu machen. Gerade das Lager. Ich glaube, ich muss Sarah und Nick mal kurz helfen, weil die kommen nicht direkt damit klar. So, jetzt haben wir es aber geschafft. Okay, jetzt können wir hier etwas zusammenbauen und wahrscheinlich müssen wir dann da nach oben. Das heißt aber leider auch, dass wir uns den Dino leider hier lassen müssen. Wie
wie süß er gerade in die Kamera geschaut hat. Okay, dann pass auf dich auf, ja? Wir müssen leider weiter. Da kocht was Übles hoch. Okay, er ist wahrscheinlich eh schon beschäftigt und rennt schon den Leuten hinterher. Gut, dann haben wir soweit alles hier, oder? Nick, Sarah, seid bereit? Dann mal weiter. Mal gucken, was uns hier in diesem Bereich erwartet. Ziemlich großer Bereich sogar. Zum auf dieser Insel sollte sonst niemand sein. Ergreift sie! Na, wartet. Euch schnappen wir uns. Na, schon genug? Es ging ja schnell. Nick und Sarah sind ein wirklich gutes Team. Mal gucken, was wir da oben finden. Ein großer Hebel. Wow, für einen Dinosaurier. Ein Stegosaurus. Jetzt lernt doch endlich ihren Namen, Mann. Das ist doch der, den wir in der letzten Folge schon befreit haben. Oder den wir fotografiert haben. Und wir können ihn steuern. Dann mal los. Wow. So. Ihr seid alle frech. Lasst Sarah und Nick in Ruhe. Gar nicht mal so einfach, ihn zu steuern. So, den hätten wir dann. Da unten wartet noch einer. Mal gucken, ob das Nick schafft. Wir lassen mal Nick einfach weiterkämpfen. Und konzentrieren uns in der Zwischenzeit mal hier da. Oh, da sind noch mehr Dinosaurier. Die sollten wir auch befreien. Jetzt machen wir das Lager erstmal hier kaputt. Vielleicht finden wir ja irgendwas Lustiges oder Gutes, Interessantes, Wichtiges, was auch immer. Von den geplanten Attraktionen für den neuen Park erzählt. Oh, schaut, ein Zelt ist jemand. Und der merkt nicht mal, dass vor dem Zelt Rampazamba ist. Oh, das Kleine läuft weg. Wo das wohl hingerannt ist. Ein weiterer Plan ist es, die langen Hälse der Brachiosaurier als Rutschbahnen zu verwenden. Die langen Hälse der Brachiosaurier als Rutschbahn verwenden. Das finde ich gar nicht toll. Da hinten geht es wahrscheinlich nicht, oder? Ich weiß es jetzt nicht. Was finde ich hier vorne noch? Viel Zeug zum kaputt machen. Und da ist noch ein Dino. Oh, da kommen noch mehr Männer. Das hört ja gar nicht mehr auf. Ihr Fiesen, ihr. So, jetzt ist aber erstmal Ruhe im Karton. Achtung, wir müssen ihn auch noch befreien. Aber wahrscheinlich brauchen wir einen Schlüssel. Brauchen wir. Okay. Dann schauen wir mal, ob wir einen Schlüssel finden können. Irgendwas? Irgendwas Lustiges? Irgendwas Wichtiges? Irgendein Schlüssel? Bisher noch keine Spur. Hier hinten vielleicht. Nee, sieht nicht so aus, oder? Nee. Hm. Komisch. In dem Haufen. Ah. Sarah, geh da mal rein. In dem Haufen könnte was sein. Da der Schlüssel ist. Da ist der Schlüssel. Ist ja verrückt. Wie kommt der Schlüssel bitte in den anderen Käfig rein? Na gut. Wir machen jetzt das Tor auf. Wir befreien hier den Dinosaurier. Du bist frei, komm raus. Wir können ihn sogar steuern, sehr schön. Und da kommen noch mehr Wachmänner. Hey, lass Sarah und Nick in Ruhe. Und wir machen hier alles mal kaputt. Mit dem Triceratops. Okay, momentan reicht's mir aber mit euch. So. Das können wir jetzt hier zusammenbauen. Aber der Triceratops muss noch etwas anderes kaputt machen, nämlich auf der anderen Seite. Ansonsten können wir hier, glaube ich, erstmal nichts machen. Dann wechseln wir mal. Oh, was ist denn da noch? Ah, das können wir nicht. Okay, das ist nichts. Zumindest nichts, was die zwei Lego-Charaktere hier machen können. Hey, warum bist du denn zurück in deinen Käfig gegangen? Und da ist ja noch einer. Waren da zwei drin? Habe ich gar nicht gesehen. So, jetzt aber. Jetzt könnt ihr das zusammenbauen. Dann haben wir zwei Scheinwerfer, so sieht es aus. Und jetzt? Oh oh, fahren wir jetzt ein Rennen? Und los! Man könnte sagen, dass sie bereits läuft.
Er hat sich das Bein gebrochen. Schaffen wir ihn in den Wagen. Bist du verrückt? Hast du überhaupt eine Ahnung, was das ist? Komm schon, mach die Tür auf. Du bist irre. Wo willst du hin, Dad? Mami ist stinksauer. Wird ein interessantes Kapitel in deinem Buch. Halt euch irgendwo fest! Halt dich an irgendwas fest! Oh Gott. Drei Cheeseburger mit allem drum und dran. Für mich nicht ohne Zwiebeln. In die Tiefe fallen. Und eine Apfeltasche. Was? Cheeseburger, Apfeltasche? Hey, Moment mal. Wir müssen hier aufpassen, damit wir von nichts getroffen werden. Nein, nicht Enrique. Ian. Nicht dann Enrique, hier ist Ian. Und wir wollen einfach nur noch... Oh, ouch. Oh nein, das ist lebensgefährlich. Nein, wow. Ui, schön ausweichen. Wir müssen jetzt mit ihr in das Seil hochklettern. Wir sollten uns von nichts erwischen lassen. Vor allem fällt hier gerade so viel runter. Autsch. Komm, ihr, du schaffst das. Nur nicht aufgeben und immer schön weitermachen. Oh, ah, nein. Uiuiui. Das sind weitere sehr gute Stunts. Oh. Ja, jetzt können wir gleich durch den Trailer klettern. Oh, in der Zwischenzeit passiert was anderes. Oh nein. Das Wasser kommt. Wir können da jetzt nicht mehr hoch. Ich glaube, wir müssen tauschen, oder? Oh, Ruhe, haltet durch! Hab Geduld, ich komme! So, Eddie muss helfen. Vielleicht finden wir da etwas. Schnell. Wir müssen uns beeilen. Wenn der ganze Wagen in die Tiefe gezogen wird, dann haben wir ein großes Problem. Dann verlieren wir auch Ian. Oh ja, sehr gut. Das ist praktisch. Dann können wir vielleicht das Ganze anketten. Hier mit dem Wagen. Und los, Eddie. Zieh. Sehr gut. Noch ein Stück. Und dran gehängt. Wir müssen ihn schnell retten. Was für eine Nacht- und Nebelaktion. Also jetzt schnell in das Auto. Und wir bringen die Kiste zurück. Einfach nur rückwärts fahren. Und das nach hinten ziehen. Ja, noch ein Stück. Wir haben es gleich geschafft. Noch ein Stück. Noch ein kleines bisschen. Sehr gut. Perfekt. So muss es sein. Der Trailer steht wieder. Dieser große Lastwagen. Was ist sonst noch hier? Irgendwas Wichtiges? Wahrscheinlich nicht. Wir können also direkt eigentlich wieder zu Ian wechseln, der jetzt weiter hochklettern kann. Okay. Klettert etwas schneller. Autsch, da habe ich einen Pizzakarton erwischt. Oh nein, Vorsicht, eine Waschmaschine. Was kommt hier alles runter und woher kommt das alles? Ein Generator. Autschi. Oh nein. Uiuiui. Schaffen das hier. Nur nicht aufgeben. Boah, da geht der ganze Blazer kaputt. Mein Telefon kam uns entgegen. Weiter so. Du hast es bald geschafft. Aufgeben. Uiuiui. Das war knapp. Und das war auch knapp. Das kann alles so schnell runter. Nein, nicht schon wieder. Oh nein, das Auto ist kaputt. Eddie muss uns retten. Das ganze Wasser, wir können nicht weiter hochklettern. Eddie, schnell. Vorsicht, da kommen Raptoren auf dich zu. Was wollen die Raptoren denn jetzt? Hey, lass uns in Ruhe. Wir müssen unseren Freund befreien. So. Es wird erstmal repariert. Was war das? Jetzt müssen wir uns aber beeilen. Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Schnell wieder ins Auto. Und das Ganze zurückziehen. Okay. Ansonsten, wo sind eigentlich die anderen? Wie auch immer. Wir ziehen jetzt die ganze Kiste erstmal zurück. Oh, nicht so einfach, das zu steuern.
vor allem, weil es wieder so matschig ist. Es regnet in Strömen. Und noch ein bisschen. Du hast es fast geschafft. Und? Sehr gut. Ian, jetzt bist du wieder an der Reihe. Kletter den Rest hoch, dann hast du es geschafft. Komm schon. Oh nein, nur nicht treffen lassen. Gib dich auf, du bist so weit. Autsch. Das tut weh. Jetzt Vorsicht. Wie dein Telefon. Wir haben es gleich geschafft. Schnell. Oh oh. Nur noch ein kleines bisschen. Unsere Kommunikationsgeräte wurden zerstört. Wir sitzen hier fest, Ladies und Gentlemen. Und zwar zusammen, dank Ihnen. Wenigstens kamen wir vorbereitet. Es gibt ein Kommunikationszentrum. Hier in der alten Versorgungszentrale. Wenn wir dorthin kommen, können wir die Hubschrauber über Funk erreichen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lego Jurassic World. In der letzten Folge war es ziemlich spannend. Denn wir wurden von Raptoren angegriffen und in einem stürmischen Regen sind wir gerade noch davon gekommen. Oh, schaut mal, hier können wir uns ein Auto holen. Ich weiß gar nicht, ob das wichtig ist, aber wir können das theoretisch mal machen. So, jetzt haben wir eine Karre. Juhu! Oh, Entschuldigung. So, wir müssen jetzt hier auf jeden Fall weiter zu unserem nächsten Einsatz. Also es geht ja hier irgendwo in der Geschichte weiter. Die Frage ist nur, wo? Das wissen wir noch nicht. Aber, okay, da können wir schon mal nicht durch. Wir brauchen wahrscheinlich einen Dinosaurier, so wie das aussieht. Und da ist auch bereits einer. Aber dem scheint es nicht gut zu gehen. Was ist denn los mit dir? Kleiner. Mal gucken, vielleicht finden wir irgendwelche Hinweise in seinem Haufen, warum er gerade so schwach ist und kaum Energie hat. Das ist auf jeden Fall etwas, das wir weiter untersuchen sollten. Und was ist das? Zum Untersuchen brauchen wir aber unseren Freund Nick. So, mal sehen. Ich bin gespannt. Irgendwas müssen wir doch finden können. Na, da ist irgendetwas, oder? Eine Banane. Wahrscheinlich... Oh, schaut mal, da braucht drei verschiedene Dinge. Eine Banane, ein Eis und ein Pilz. Okay. Dann fehlen also noch ein Pilz und natürlich auch das Eis. Mal gucken, ob wir da drin etwas finden. Nick, kannst du mal bitte kurz aufmachen? Mit deinem Brecheisen. Dann nehmen wir es einfach. Ui. So, jetzt brauchen wir auf jeden Fall Licht. Und das hat nur Ian. Mit seiner Taschenlampe. Oder was auch immer das ist. Es ist eher eigentlich ein Feuer, keine Taschenlampe. Und da ist ein Eis. Keine Ahnung, liegt einfach in der Höhle herum. Schmilzt nicht weg. Super lustig. Und jetzt können wir das Ganze auch noch dem Dinosaurier bringen. Sehr, sehr wichtig und toll. Ach ja, hier kommt übrigens der Hinweis. Falls euch das Video gefällt, dann lasst doch einen Daumen hoch da. Das freut mich und zeigt mir, dass ihr noch weitere Lego-Folgen und Lego-Let's Plays sehen möchtet. Hey, Moment mal. Du hast doch einen Pilz, oder? Ja, hallo, ich habe einen Pilz. So, dann, keine Ahnung, woher du den Pilz hast, aber hier, bitteschön. Sehr schön, wir haben einen neuen Dinosaurier freigeschaltet. Ich glaube, langfristig. Und können mit ihm jetzt... Oh, das Auto kaputt machen. Das war eigentlich nicht geplant. Aber viel eher können wir da jetzt durch. Nur leider der Dinosaurier nicht. Der muss draußen bleiben. Tut mir leid. So, dann mal los. Sieht schon interessant und sehr mysteriös aus. Könntet ihr euch vorstellen, mit so einem Suchtrupp hier durch den Jurassic Park zu laufen? Oder zumindest auf der Insel hier? Kelly... Robot. Wir spielen mal mit dem Robot. Der ist cool. Der hat so coole lange Haare. So. Alles kaputt. Finden wir irgendetwas Lustiges, irgendwas Witziges, Interessantes, was auch immer. Aber so auf dem ersten Blick sieht das nicht so aus. Hilfe! Helf mir!
Hä? Von da um viel größer aus. Hier hat irgendjemand noch Hilfe geschrien. Okay, wir beeilen uns schnell. Wir brauchen Nick. Was? Wer ist harmlos? Wir hören es nicht richtig. Wir kommen jetzt. Moment. Wir knacken erstmal hier. Das Ding. So. Perfekt. Dann können wir jetzt hier hoch, oder? Müssen wir auf jeden Fall versuchen. Nee, sonst geht's hier nicht weiter. Klappt das? Es klappt. Gut, gut. Wow. Hier wird's ja interessant, aber wer hat hier nach Hilfe geschrien? Hey, da vorne ist ein Lager. Wem gehört das Lager? Bin mal gespannt. Ist hier irgendjemand? Ja, da ist ein paar Leute. Ich pass mal 5 Sekunden lang nicht auf und diese Mistviecher schleppen mein Schießeisen auf einen Baum. Ich hätte mich für die Mission auf dieser Insel mit den Kätzchen melden sollen. Was für eine Mission mit den Kätzchen, bitteschön. Okay, hier können wir nichts machen. Oh, Entschuldigung. Ich dachte, das wäre ein Baumstamm. Upsala. So, da können wir nicht durch. Da brauchen wir erst eine bestimmte Figur. Was ist das? Irgendjemand kann da irgendjemand reinspringen oder so. Hier, Robot. Der kann hier noch ein bisschen was kaputt machen. Entschuldigung, wir wollten die Bänke nicht kaputt machen. Oh, ein Teddybär. Die Versorgungszentrale liegt genau da unten in der Senke. Etwa 1,5 Meilen von der Klippe entfernt. Wir lassen sie noch schlafen. Eine Stunde vielleicht. Oh nein. Was ist das? Nicht bewegen! Oh nein! Angriff auf das Lager von einem riesen T-Rex! Schnell weg! Oh Gott, die ganze Mannschaft rennt, das ganze Team! Oh nein! Entschuldigung, ich ziehe ganz kurz. Oh nein! Oh, wie das aussieht! Richtig dramatisch! Und Sarah führt die Truppe ganz vorne an. Weg, schnell weg, schnell weg. Nein, der T-Rex schleudert immer wieder Leute weg. Nein, die Armen. Schnell weg. Ein paar schießen nach hinten. Wir haben ein paar unserer Leute verloren. Wir sind nicht mehr viele. Schnell weg. Ich mache bestimmt gleich auf, oder? Oh nein. Schnell, beeil dich, Sarah! Du auch, Kelly! Und Robert ist auch noch da! Oh nein! Schnell weg, 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 weg! Wir sind nur 4? Wo ist Ian? Ian fehlt! Nicht in Schuhe Gras laufen! Sieh dir das an. Ich glaube, RJs Rucksack. Okay, wo sind wir denn jetzt gelandet? Lauf! Wir müssen nicht auf jeden Fall weg. Wir sind mitten in der Wildnis. Wir müssen aufpassen. Hier können überall Dinosaurier sein. Ich habe einen großen Fehler gemacht. Gib nicht in die Sorge. Oh nein, er hat dich. Wir ziehen dich da raus. Oh, wir haben dich gleich. Oh. Danke. Ich dachte schon, mich hätte es erwischt. Nein, natürlich nicht. Wir retten alle, denen wir begegnen. Was ist da hinten los? Ihr zwei, geht da raus. Das ist gefährlich. Nein, zu spät. Da sind wieder so kleine Raptoren, die uns ärgern wollen. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann.
Na gut, da müssen wir wohl durch. Schnell das Herz aufsammeln. Sehr gut. Was gibt es hier sonst noch? Einfach mal schauen. Immer mit der Ruhe. Wow. Und was gibt's da in diesem großen Dinosaurierhaufen, der ziemlich eklig ist? Oh. Wir bauen eine Art Rasenmäher. Das ist ja cool. Oh ja, die Aufmerksamkeit liegt auf dem Rasenmäher. Sehr gut. Dann können wir jetzt vorsichtig weiter. So, was finden wir sonst noch? Nee, hier ist glaube ich gar nicht mehr so viel. Hier ist ein bisschen Gestrüpp. Da sind Pilzchen. Okay, dann rennen wir einfach mal weiter. Da oben scheint irgendwas zu sein. Hier bräuchten wir auf jeden Fall jemanden wie Alan. Der könnte hier das kleine Häufchen ausgraben. Aber leider ist Alan nicht gerade bei uns im Team. Oh nein, was? Wow, habt ihr das gesehen? Da wurde gerade jemand verfolgt. Und hier sind viele kleine Raptoren, denen wir jetzt nicht begegnen können. Auch wenn wir sie anschreien, wollen sie nicht weg. Gut, ich glaube, wir ignorieren diese kleinen Baby-Raptoren einfach mal. Lalalala, sie haben nichts gesehen. Dann mal lieber schnell weg. Uiuiuiuiui. Das wird hier... Was soll denn das? Du hast mich richtig erschreckt. Die arme Kelly. Schnell, Kelly. Du musst dich befreien. Gut gemacht. Hui. Dich haben wir erstmal verscheucht, aber das kam wirklich unerwartet. Uiuiuiui. Die arme Kelly. Aber Kelly, keine Sorge. Wenn wir so weitermachen und vorsichtig sind, kriegen wir das alles noch hin. So, Nick, wir brauchen dich. Knack mal das Schloss. Und zieh und zieh und zieh dran. Hui. So, da war etwas versteckt, sehr gut. Und habt ihr das im Hintergrund gesehen? Da fuhr der Rasenmäher mit einem Dinosaurier. Okay. Diese kleinen komischen Spezialdinos, ich weiß jetzt nicht, wie der Name von den Dinosaurier heißen, aber heißt. Es hat einen Fuß, aber auf jeden Fall sind die ziemlich gefährlich. Ich dachte wirklich, es wäre ein Raptor. Lass los! Okay, hier brauchen wir Kelly. Kelly kann da einfach durch. Oder? Irgendwie? Vielleicht sollten wir den DNA-Strang fragen? Nee, also mit Schreien geht das zumindest nicht. Agile Charaktere können unter bestimmten rosa-blauen Gegenständen hindurchrutschen. Ja, tatsächlich. Und ein Raptoren! Kelly muss ganz alleine kämpfen. Oh, Sarah ist aber auch mit hergekommen. So. Alles okay, Sarah. Wir bauen jetzt kurz was zusammen. Sarah, hinter dir, ein Raptor! Der steht direkt vor mir. Schnell. Oh, du bist fies. Und Sarah, du guckst nur zu. Du könntest ruhig mal helfen. So. Jetzt ist die Gefahr erstmal gebannt. Mehr oder weniger zumindest. Was haben wir noch? Erstmal müssen wir den Jungs helfen, damit die zu uns kommen können. Jungs, wir öffnen euch das Tor. Oder sowas in der Art. Zumindest dieses Skelett. Mann, das sieht ja echt gefährlich aus hier. Was haben wir hier? Oh, da hinten läuft jemand rum. Hey, hier drüben, komm hier rüber. Du da hinten im Gras. Das ist gefährlich, wo du da bist. Da finden wir was hier. Oh, da waren ja kleine Raptoren drin. Und der kleine T-Rex läuft den Raptoren hinterher. Das können wir nicht aktivieren. Jetzt nehme ich hier einfach mal vorsichtig weiter. Nein! Schnell, wir machen einfach ein Foto. Kitzelst du ihn? Gefundenes Fressen, du hast gerade noch gelacht. Okay, gut. Im Hintergrund ist da auch... Oh, schon wieder wurde jemand erwischt.
Ja, das ist nicht ungefährlich hier mit den ganzen Raptoren. Wir müssen echt gut aufpassen und sollten uns bloß nicht erwischen lassen. So, mal sehen. Hallihallo, ihr kleinen süßen Baby-T-Rex, was auch immer. Hallo. Wir wollten nur kurz hier durch. Mann, tut mir leid, dass ich mich hier ständig räuspern muss. Durch, 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 Sarah. Und rein damit. Uiuiui, was finden wir da? Und? Oh, ganz viel Zeugs, ganz viele Bauteile. Was können wir denn hier zusammenbauen? Bin mal gespannt. Was ist das? Ein Eiswagen. Wie süß. Mit der Jurassic Park Musik. Das war ja putzig. Das war ja süß. Gut. Was haben wir noch hier Schönes? Gar nicht mehr so viel. Ein paar Blätter. Und ansonsten. Hier können wir ein bisschen was kaputt machen. Oh nein, schon wieder. Boah, diesmal kam es nicht so überraschend, aber ich habe es trotzdem nicht kommen sehen. Und nimm das und das. Jetzt hau ab. Lass uns in Ruhe. Gut gemacht, Sarah. Sie weiß sich zu verteidigen. Schreibt doch mal in die Kommentare, was würdet ihr machen, wenn euch so ein T-Rex angreifen würde. Würdet ihr dann schreien? Würdet ihr dann zurückschlagen? Was wäre dann eure Taktik? Ihr könnt auch gerne was erfinden, wie zum Beispiel, ihr wünscht euch dann eine Steinschleuder und schießt ihm ins Gesicht. Was man nicht macht, aber in dem Fall ist es ja Notwehr. Man muss sich ja irgendwie schützen. Oh nein, schnell! Da geht dieser komische Dinosaurier auf uns zu. Der ist erstmal verwirrt und geschlafen. So, da ist ein Auto. Mal gucken, was wir da gleich entdecken werden. Dann habe ich hier noch Gestrüpp. Ohne Ende sogar. Ziemlich viel, wie ich finde. So. Hier ist auch noch ein bisschen was. Weg damit, weg damit, weg damit. Was ist hier in der Kiste eigentlich drin? Gar nichts. Da war einfach gar nichts drin. Okay. Hier kommen wir nicht durch ohne Erlen. Und dann haben wir nur noch das Auto hier stehen. Und hier kommen wir, glaube ich, erstmal nicht durch. Nein, 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 nein. Das ist viel zu gefährlich. Dann haben wir hier noch ein paar Bauteile. Ich glaube, soweit haben wir alles hier durch, oder? Jo, sieht stark danach aus. Okay. Kannst du vielleicht irgendwas machen? Nee, das geht echt nur mit Erlen. Gut, aber Erlen haben wir nicht. Gut, noch mit Nick testen? Nein. Niemand kann hier durch. Wir brauchen nämlich diese Schärpe. Diese Kralle von dem... von dem Dinosaurier. Gut, jetzt müssen wir noch was mit dem Auto machen. Denn hier kommen wir nicht durch. Nein, das können wir vergessen. Dann schreiben wir mal die Glasscheibe an, oder? Damit es zerspringt. Und wir haben irgendwie den Dinosaurier nicht abgelenkt. Interessant. Mal gucken, was wir daraus bauen. Oh, ein Hamburger. Schaut mal. Und ein Cheeseburger sogar. Da ist Käse mit drauf. Lecker, lecker. Und? Sehr gut, sehr gut. Er hat angebissen. Ja, schön weitermachen. Wir wollen dich schön weiter ablenken. Gut so. Das ist unsere Chance, wegzurennen. Schnell hier vorbeilaufen. Das war ja der kleine Eiswagen. Genau, den haben wir ja vorhin gebaut. Der ist total kaputt gegangen. Boah, wir sind ein wahrer Überlebender, weil wir so viele Stats eingesammelt haben. Und jetzt verfolgt der Rasenmäher die Dinosaurier. So lustig, ich liebe diese Running Gags. Die lustigen Witze, oh nein, oh nein. Ey, was soll das? Schnell, wir müssen ein Foto machen. Schnell, irgendwo ein Fotoapparat? Sarah hat ein Fotoapparat. Okay, schnell. Ein paar schöne Fotos machen. Oh, schönes Foto von euch zwei. So. Alles okay bei dir? Pass auf dich auf, ja? Boah, wo geht's denn jetzt runter? Sie haben gesagt, das Kommunikationszentrum ist in der Versorgungszentrale. Ich gehe da jetzt rein und schicke einen Funkspruch raus, okay? Ihr kommt nach. Wart auf uns! Jede Sekunde zählt. Wenn einer glaubt, er kann mithalten, kann er es versuchen. Okay, dann mal los. Wartet auf uns.
Ui, das wird immer spannender. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lego Jurassic World. Es kann weitergehen hier, irgendwo im Dschungel. In der letzten Folge waren wir irgendwo mitten auf einem Feld und wurden immer wieder von kleinen T-Rexen, von Raptoren angegriffen. Jetzt müssen wir versuchen, unser nächstes Ziel zu erreichen. Und dazu müssen wir irgendwie durch das Tor kommen. Das ist hier noch versperrt, wie ihr sehen könnt. Das ist spannend. Mal schauen, was wir hier in der Umgebung so entdecken können, um das Tor irgendwie zu öffnen. Auf jeden Fall müssen wir in die Richtung. Genau, durch das Tor. Okay, fragt sich nur noch, wie wir da durchkommen. Irgendwelche Hinweise? Irgendetwas, das uns zeigt, wie wir da rein können? Das sieht nicht so aus. Was tun wir jetzt am besten? Tja, das ist jetzt die Frage. Da müssen wir auf jeden Fall was rausfinden. Schaut mal, hier ist eine Glasscheibe. Die können wir doch mal anschreien, oder? Und so zerspringt sie. Sehr gut. Und da hinten ist ein kleiner Generator. Nein. Doch, genau, mit Kurbel. Ah, so öffnen wir also das Tor. Sehr gut. Weiter und weiter und weiter und weiter und das passt. Hätten wir gar nicht so weit öffnen müssen. So, dann raus mit uns. Nick! Nick! Nick Van Owen! Oh weia, die Anlage, hier wird spannend. Hier sind ja Dinosaurier unterwegs und sie haben sich kurz die Haare von der lieben Sarah geschnappt. Ziemlich lustig, sehr schön, so muss es sein. Okay, da kommen wir auf jeden Fall nicht durch. Wir können da nicht durchkommen, schaut mal. Die ärgern sich da gegenseitig, die spielen ein bisschen miteinander. Hier kommt der Hinweis, falls euch das Video gefällt, dann lasst doch einen Daumen hoch da. Das würde mich sehr freuen und zeigt mir, dass ihr noch weitere Lego Let's Plays und Lego Folgen sehen möchtet. So, jetzt können wir da hochklettern. Machen wir jetzt gleich, aber erstmal schauen wir uns um. So, was war das für eine komische Gasflasche? Man weiß es nicht, aber das ist okay. So, Sarah, dann zeig mal, was du kannst und kletter da mal hoch. Schwuppdiwupps. Und hier irgendetwas Wichtiges, Sinnvolles, Spannendes? Nein, sieht nicht so aus. Naja, gut. Hier ist zumindest ein Auto. Ah, schaut mal. Wenn wir da irgendwas reparieren könnten, dann könnten wir vielleicht das Tor öffnen, damit Ian auch durchkommt. Weil er kann nämlich nicht hochspringen. Das wisst ihr aber auch schon. Das können nur die Frauen hier in diesem Lego spielen. Denn das sind agile Charaktere. Was haben wir denn da zusammengebaut? Irgendein Schild. Wow, nicht schon wieder. Wie auch schon in der letzten Folge. Das. Sarah weiß sich zu verteidigen. Und zack, geschafft. Na, komm schon, hau ab. Okay, den sind wir erstmal los. Ziemlich gefährlich. Was die Raptoren immer von uns wollen. Das hört hier gar nicht mehr auf. Was haben wir hier Schönes? Nee, hä? Das mit dem Auto können wir bisher noch nicht bedienen, habe ich so das Gefühl. Ah, Sarah kann da durch. Kurz in den Haufen springen und wir finden neben Essensresten auch, was haben wir denn da in der Hand? Ah, ein Haken. Sehr gut, den brauchen wir. Damit wir hier etwas festhaken können. Genau, macht natürlich Sinn. Gut, jetzt ziehen wir dran. Und oh, das ist gar nicht so einfach mit der Kette. Und das können wir dann hier befestigen. So, ein Stück. Perfekt. Jetzt ziehen wir dran. Und dann ist das Tor offen. Achtung! Warum muss das so ein Lärm machen? Okay, jetzt ist das ganze Teil kaputt. Aber Ian kann jetzt durch und das ist die Hauptsache. So, Ian, willkommen zurück bei uns im Team. So, hier haben wir wieder Zeugs. Oh nein, kleine Raptoren kommen da raus. Vorsicht! Nehmt euch in Acht.
Weg mit euch. Fiesen Dinger. Ich glaube, da müssen wir tauschen. Da müsste mal vielleicht der Ian kurz durchlaufen. Ian, findest du etwas auf der anderen Seite? Und? Ja. Hier ist irgendein Stromgenerator. Dann wollen wir diesen mal kurz aktivieren. Sehr gut. Uiuiui. Und wir haben wieder Licht. Juhu. Und das Tor hat sich geöffnet. Ich weiß gar nicht, ob das so gut war. Immerhin können wir jetzt da durch. Was macht das jetzt mit dem Auto? Ach, wir können jetzt drunter laufen. Ja, sieht so aus. Okay, ansonsten habe ich hier nichts mehr. Aber hier sind doch auch irgendwo die Dinosaurier, oder? Wir sollten hier auf jeden Fall aufpassen. Das kann doch gefährlich werden. So, erstmal weg mit dem Zeugs hier. Und was ist das für ein schönes Schildchen? Wieder eins. Von wegen, hier sollten keine Dinosaurier entlanglaufen. Aber wisst ihr was? Hier sind überall Dinosaurier. Okay. Hier haben wir noch Strüpp. Und Stats, die wir aufsammeln. Stats sind, wie ihr wisst, diese kleinen Boppelchen, diese kleinen Lego-Bauteilchen. Die sind ja wichtig, um das hier abzuschließen. Okay, das können wir nicht bedienen, das Auto auch nicht. Wir müssen zu Kelly wechseln. Und Kelly schreit jetzt einfach an. Schön. Das schöne Stück, die Glasscheibe. Oh, hier sind wieder viele Raptoren. Wohnen die hier etwa, oder was? Was soll das denn? Hey, lass uns in Ruhe. Mann, Mann, Mann. So. Perfekt. Da ist irgendwie ein Generator kaputt. Wenn wir den reparieren und dann einschalten, vielleicht passiert dann irgendetwas. So, repariert ist er schon mal. Jetzt müssen wir ihn, glaube ich, nur noch aktivieren. Mit dem Hebel. Perfekt. Direkt funktioniert. Und mal sehen, was passiert. Bleiben wir gespannt. Okay. Dieser komische, diese... Ich weiß nicht, was ist das? Vielleicht eine Zapfsäule, eine Tanksäule. Das hat sich jetzt auf jeden Fall wieder reaktiviert. Das heißt, wir können das jetzt verwenden, oder? Habe ich das richtig verstanden? Irgendwas müssen wir ja doch mit dem Generator getan haben. Gut, wir werden das gleich herausfinden. Also hier können wir auf jeden Fall nichts mehr machen. Wow, hier sind Dinosaurier, Vorsicht. Nicht zu schnell und nicht zu langsam. Ja, ja, ja. Hier ist aber auch gar nichts mehr, habe ich das Gefühl. Nee, 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 nee. Das ist viel zu gefährlich für uns. Gut. Was können wir hier mitmachen? Warum kann ich das nicht aktivieren? Kann ich hier rüber? Oh, nein, besser nicht. Besser nicht. Und hier drin habe ich irgendwas verpasst. Hä? Ich stehe wieder mal auf dem Schlauch. Ich habe doch gerade die Tanksäule aktiviert. Warum kann ich sie jetzt nicht bedienen? Fehlt doch noch irgendetwas. Ich stand doch gerade davor und habe B gedrückt. Wollt ihr mich etwa veräppeln? Mensch. Was soll hier denn fehlen? Nein, das sind überall Dinosaurier. Denen soll für nicht so nahe kommen. Nein, nein, nein. Also, hä, nochmal. Boah, was ist denn jetzt los? Was soll das? Ey, weg mit dir. Bleib schön da drüben, ja, wo du hingehörst. So, und jetzt hau ab. So. Können wir das jetzt vielleicht verwenden? Jetzt geht das. Irgendwie wurde das Event wahrscheinlich nicht getriggert, also vom Spiel, dass an der Zapfsäule dann ein Dinosaurier kommt. Damit wir dann anschließend hier Sprit zapfen können. Jetzt tanken wir mal das Auto auf. So, lalalala. Es wird aufgetankt. Sehr schön. Und ist der Tank schon voll? Können wir das Auto schon fahren? Also ich bin jetzt verwirrt. Ian, magst du fahren? Du hast noch einen Führerschein. Los. Rein mit dir. So, die Tür ist offen. Hier, 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 hier! Nein, oh nein, was will denn der jetzt von uns? Boah, du hast den Spiegel kaputt gemacht. Selbst schuld. Mochi. Tja, das war wohl eine kurze Fahrt. Jetzt ist das Auto kaputt. Okay, wir hauen ab, wir müssen hier raus. Da ist eine Tür. Sollen wir da kurz reingehen? Da können wir vielleicht flüchten und uns verstecken vor den ganzen Raptoren. Rein mit uns. Oh
Und ein neuer Checkpoint. Jetzt sind wir hier drin. Oh, ein Skelett und ein Dinosaurier. Hey, wir wollen doch nur den Schlüssel haben. Na gut, wir machen erstmal ein Foto von dir. Cheers! Schaut mal mit dem Skelett. Sehr schön. Tut mir leid, wir müssen jetzt leider den Schlüssel abnehmen. So. Der arme Ian muss hier die Tür zuhalten, weil die ganze Zeit Raptoren versuchen rauszukommen. Halt das gute Stück weiter fest, mein Guter. So, Kelly, du musst uns helfen. Sehr gut. Können wir hier zusammenbauen. Ach, schaut mal, solche Sprungplatten, damit wir einen Wandsprung machen können. Das ist praktisch. Ansonsten, was haben wir noch? Hier ist ein Speicherpunkt, den brauchen wir jetzt aber nicht unbedingt. In der Folge geht es noch weiter. Hier ist eine Waschmaschine gewesen, warum auch immer. Oh, wow, wow, der arme Ian. Ian, wir würden dir gerne helfen, aber wir können nicht. Schnell, wir müssen da hoch. Da geht es auf jeden Fall weiter für uns. So, mal gucken, was da ist. Was ist denn da locker hier an der Wand? Na gut. So, runter damit. Jetzt können wir da über die Brücke. Und auf die Kette. Und... Wups. So, wir kommen da nicht hoch. Sarah, du musst weitermachen. So, ganz vorsichtig. Von Brückenelement zum Brückenelement. Wow, vorsichtig. Ui, das ging nochmal gut. Was ist das für ein altes, marodes Ding, ey? Schon wieder ein Dinosaurier. Weg mit dir. Was haben wir denn getan? Lassen Sie nur Ruhe. Pfui. Weg mit dir. Wow, 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 wow. Hier wird's gefährlich. Hier wird's gefährlich. Ich sag's euch. So, können wir da durch? Wahrscheinlich nicht. Achso, hier brauchen wir auf jeden Fall die Hilfe von unserer Freundin Kelly. Also kommen wir da nicht hoch. Da können wir nicht rein, weil wir Ian brauchen. Nur er hat die Lampe, aber er ist ja unten beschäftigt. Er muss uns ja beschützen, indem er die Tür zuhält. So, wo ist Sarah? Sarah, nicht runterklettern. Wir brauchen dich da oben. Jetzt hier. Hoch, zack, sehr gut. Wow, was war denn jetzt? Wir haben irgendwas kaputt gemacht. Damit bauen wir jetzt... Was ist das? Oh, eine Stange, damit wir da hochklettern können. So, dann mal... Upsa, schnell weg von hier. Nein, das da oben ist kaputt gegangen. Wow, wow, schon wieder ein Dinosaurier. Na, den knipsen wir ab. So. Cheers. Oh, direkt verwirrt. Tja. Man sollte auch Tiere nicht mit Blitz fotografieren. So, vorsichtig. Ganz vorsichtig hier an dem Sims entlang. Nur nicht heruntersehen. Gut geschafft. Das machen wir alles kurz kaputt. Kaputt? Doch, es geht. Okay. Was ist das hier eigentlich mit dem Tor? Ich weiß gar nicht, ob das was Wichtiges ist. Und wir bauen ein Trampolin zusammen? Ja, sieht stark danach aus. Sehr gut. Dann hoch mit uns. Boing, boing, boing. Oh, die schon wieder. Immer wird Sarah angegriffen. So, das war ein schöner Klatscher hier erstmal. Und nein, 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 nicht so schnell. Weg mit dir. Böses Ding. Und es ist irgendwo ins Dunkle geflohen, aber da können wir auch nicht rein ohne Lampe. Jetzt schwingen wir hier erstmal durch. So. Weiter. Über und über und nochmal und zack, geschafft. So. Hier ist auf jeden Fall so eine Art Aufzug. Sehen, was wir damit aktivieren können. Was willst du denn jetzt? Der wird erstmal da stehen bleiben, oder? Weg mit dir. Du hast sogar ein Selfie gemacht. Oder ein Foto, besser gesagt. Ein Selfie war es nicht. Sie hätte nicht selbst das Foto gemacht. So. Glas muss zerspringen. Was haben wir denn dahinter? Bauteile für dieses Brückenelement. Sehr praktisch. So. Die Brücke ist aktiv. Können wir diese jetzt verwenden? Das sind auch noch Bauteile. Ach, die Stromversorgung. Das haben wir jetzt repariert. Das ist ein großer roter Knopf. Okay, genau, komm hoch, Ian.
geht nach Hause! Die haben dich aus der Mannschaft geworfen? Okay, so. Nick ist also da hinten. Den haben wir doch die ganze Zeit gesucht. Gut, dass es ihm gut geht und ihm nichts Schlimmes passiert ist. So. Der wartet also da hinten auf uns und möchte uns nach Hause bringen. Wir sind auf jeden Fall auf dem Weg. Mach dir keine Sorgen. Wir sind gleich da. Hoffentlich passiert in der Zwischenzeit nichts Schlimmes. Irgendetwas Wichtiges hier? Sieht nicht danach aus. Nein, nein, gar nichts. Gut, ist aber auch nicht so schlimm. Was können wir hier bauen? Okay, 2 von 10. Richtig fleißig haben wir nicht gesammelt. Aber gut, man kann auch nicht alles sammeln. Vieles geht erst, wenn man die richtigen Charaktere dabei hat. So, was habe ich hier Schönes zum Bauen? Ah, da unten sind die Raptoren. Genau, wir sind doch vorhin da unten reingegangen. Wisst ihr noch? Am Anfang der Folge. Und da ist der Helikopter. Hey, wartet auf uns. Wir wollen auch hier weg von der Insel. Die Dinosaurier sind echt gefährlich. So, ansonsten... Viel mehr ist hier nicht unbedingt. Wow, der hat uns fast erwischt. Doch, eben, doch, Sarah, folge mir und du auf ihn. Uiuiui. Das ging nochmal gut. Ja, komm doch hierher. Spring hier rüber. Komm, Ian. Gib dir einen Ruck. Du kannst das. Was haben wir hier hinten noch Schönes? Können wir hier etwas reparieren? Was ist hier? Wow, da kommen wieder Dinosaurier hoch. Uiuiuiuiuiuiui. So, dann lass uns mal schnell hier hoch. Oh Gott. Hier, zieh den Ziegel einfach weg. Genau, Kelly. Nochmal. Ja, steck ein bisschen fest. So. Ja, gleich bist du unten. Ich verspreche es dir. Keine Reaktion. Auf immer Wiedersehen. Dem haben wir es gegeben. Sehr gut. Mal gucken, was wir hier oben finden. Oh, da oben geht's endlich rüber. Zum Helikopter. Sehr gut. So, weg damit, weg damit. Dann haben wir hier eine Kurbel oder ähnliches. So. Was machen wir damit? Ach, das bringen wir runter, genau, damit wir uns da oben festhaken können. Jetzt brauchen wir nur etwas, um da hochzukommen und dann geht es vorsichtig nach oben. Ah, ein Trampolin. Sehr gut. Dann mal schnell weg. Da ist Nick, er wartet auf uns. Sehr gut. Ist noch irgendwas Wichtiges? Haben wir irgendetwas vergessen? Ich glaube nicht, soweit sind wir bedient. Werden wir eigentlich noch Lego City Held? Schaffen wir noch rechtzeitig alle Stats einzusammeln? Wir sind kurz davor, wie ihr sehen könnt. Da kommen wir nicht durch, okay. Aber nee, passt. Ist doch auch egal. Beeilung, und die anderen, es muss mehr Überlebende geben. Es kommt noch ein Hubschrauber. Willkommen zu einer neuen Folge von Lego Jurassic World. Weiter geht's. Vor 15 Jahren hatte John Hammond einen Traum. Doch in der nächsten halben Stunde wird John Hammonds Traum in anderer Gestalt in Erfüllung gehen. Heute Abend werden wir den Jurassic Park San Diego mit einer Mega-Attraktion... Das Schiff ist da. So früh schon? Okay, es kann weitergehen. Auf den Docks von San Diego. Kannst du dem Reporter helfen? Er steckt fest. Eilmeldung. Lokalreporter unter gefährlich. Du, wo muss mich hier raus? Hier gibt es noch viele Gefahrenmeldungen von den Reportern, die da sind. Wir sind in der letzten Folge von Jurassic World geflohen. Oder von Jurassic Park, besser gesagt. Habt ihr ja gesehen. Ja, willkommen in der Freiheit.
Und in dieser Folge geht es weiter. Wir sind nämlich jetzt nach San Diego gekommen, weil der Typ hier irgendwas Böses im Schilde führt. Er möchte ja irgendwie die Dinosaurier dazu verwenden, um Profit zu schlagen. Das wollen wir aber nicht zulassen. Und irgendwas ist hier schiefgelaufen. Warum kam jetzt hier so ein Schiff direkt an den Hafen und dann noch über die Brücke so reingeschleudert? Wisst ihr, was ich meine? Wir müssen das jetzt unbedingt herausfinden mit Sarah und Ian. So, hier haben wir eine Kurbel. Die werden wir da oben dazu verwenden, um das Ganze zu öffnen. Mal gucken, was uns dann da erwarten wird. So, immer schön weiter und weiter und weiter. Eine große Kiste. Mal gucken, was da drin ist. Ah, gar nicht mal so einfach. Aber wir haben es geschafft. Kaputt. Ganz viele Bauteile. Wir können theoretisch das Schiff reparieren. Meine Lieben, hier kommt der Hinweis. Falls euch das Video gefällt, dann lasst doch einen Daumen hoch da. Das zeigt mir, dass ihr dieses Video toll findet und noch weitere Lego-Folgen und Lego-Let's Plays sehen möchtet. So, eine Brücke, um in das Schiff zu kommen. Was finden wir hier? Mal gucken. Ian wird schon irgendwas Interessantes finden, oder? Zumindest hoffe ich das. Ah, schaut mal, eine Leiter. Lass uns da direkt mal hochgehen. Mal gucken, was uns da oben erwartet. Wir können gespannt sein. So. Da ist ein großer Kran, aber ob wir den verschieben können oder irgendwas anderes damit machen können, wer weiß das schon. So. Kasten kann weg. Das geht auch nicht kaputt. Okay, was können wir hier zusammenbauen? Eine Leiter, die zum Kran führt, oder? Ja, sieht stark danach aus. Perfekt. Die Stats werden eingesammelt. Wir springen rein. Mal sehen. Mal sehen, was wir hier entdecken werden und wie wir vorankommen. Wo können wir jetzt den... Nee, was machen wir jetzt damit? Wenn wir den Deckel da... Ah nee, Quatsch, für die blauen Container. Der Helikopter sollte ein bisschen zur Seite gehen. Ich weiß, der beleuchtet hier diesen... Diese Bucht hier, also nicht Bucht, sondern diesen Bereich, aber trotzdem... Okay, jetzt geht der Helikopter weg. Fliegt weg. Sehr gut. Wir können uns hier dann auf diesen Bereich konzentrieren. Irgendwas ist da drin, schaut mal. Was ist hier in diesem Schiff? Und schaut mal, da kommen so ganz viele Würstchen raus aus diesem Container. Oh nein, einer ist ins Wasser gefallen. Egal, ist glaube ich nicht so schlimm. Also eigentlich schon, aber wir können den Container dann dazu verwenden, um drüber zu springen. So, irgendwas läuft hier schief. Irgendwas ist hier auf dem Schiff. Und ich habe so die Befürchtung, das wird zumindest naheliegen, dass sich hier ein Dinosaurier befindet. Denkt ihr nicht auch? Wir werden das gleich herausfinden. Stück für Stück. Hey, was macht ihr denn? Ich weiß, ihr seid hier vom Schiff. Das Wachpersonal, aber wir wollen doch nur schauen. Wir kennen uns aus mit Dinosaurier. Weg mit euch. So. Was ist da drin? Da brauchen wir Nick, aber wir haben Nick nicht dabei, sonst könnte er das Schloss jetzt knacken. Na gut, dann geht es jetzt hier weiter. Dazu brauchen wir Sarah. Sarah Harding. Sehr gut. Boah. Wir haben den Anker einfach runtergeworfen. Oh, Vorsicht, neue Wachen. Weg mit euch. So. Das ging auch ziemlich gut und ziemlich schnell. Hier gab es ein bisschen. Ganz genau. So, jetzt können wir hier was zusammenbauen. Und? Sehr gut. Ich verstehe nicht, was mit der Crew passiert ist. Ja, das wird spannend. Niemand weiß genau, was mit der Crew passiert ist. Was wir hier aktivieren können. Ihr gehört nicht zur Crew. Klar gehören wir nicht zur Crew. Wir müssen nur gucken. Wow, wow, wow. Was es hier so gibt, was wir entdecken können. Okay, da können wir nichts machen. Wir brauchen das Mathematikgenie Ian. Ian Malcolm. Gucken, er macht sich ein paar Notizen. Und wir müssen nur in der richtigen Reihenfolge diese Symbole nochmal aktivieren. Kein Problem für uns. Sehr gut, das Rätsel ist gelöst. Es gibt ein paar Bauteile, unter anderem Zahnräder. Damit werden wir bestimmt die Türe öffnen können. So, sehr gut. Ein neuer Bereich, ein neuer Abschnitt. Was haben wir denn hier Schönes? Oh, ich dachte, das wäre etwas Böses. War aber nicht so.
Nur etwas zum Bauen. Und Sarah kann da drüber springen. So, perfekt. Mehr ist hier, glaube ich, nicht. Dann mal sehen. Hier in dem Kasten ist nicht wirklich etwas. Nee. Das ist wirklich mysteriös hier, der Bereich. Es gibt hier einfach keine Anhaltspunkte. So, das können wir jetzt verschieben. Uiuiui, da ging was kaputt, ein paar Holzbretter. Jetzt sind wir gleich auf dem Dach. Entschuldigung, wir sorgen ein bisschen für Recht und Ordnung. So oder so ähnlich zumindest. So, weg, weg. Kriegst du es hin, Ian? Ja, noch jemand. Wo kommen die denn jetzt alle? Weg mit euch. So. Mäschen nicht. Moment, was ist hier unten? Sieht so auffällig aus. Upsala. Ganz vorsichtig. So ein Außenbereich. Nein, das ist sogar noch ein Teil der Brücke. Und hier ist das Schiff quer reingefahren. Sieht echt gigantisch aus. Ich frage mich, wie teuer die Reparatur dieser Brücke sein könnte. Was meint ihr? Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare, wie teuer die Brücke sein könnte. Oder auch die Reparatur. Ich bin gespannt, was ihr sagen werdet. Was haben wir sonst noch hier? Ziemlich viel. Gehen aber erstmal zurück. Da oben sind noch mehr Wachen. Hey, ihr Wachen! Achso, die machen nichts. Das sind Wildbeerwachen, oder wie? Noch ein kleines Stückchen. So, Holzbretter kaputt machen und die Holzbretter, können wir mit denen was bauen? Nein, da ist ein Trampolin oder ähnliches. Aber ich möchte noch ganz kurz in diesen Container rein. Das sieht so auffällig aus. Was ist da? Ein Bernstein. Den gibt es ja, glaube ich, pro Film nur einmal, oder? Den haben wir auf jeden Fall gefunden. Und noch ein paar Wachen. Gerade eben dachte ich noch, dass ihr lieb seid. Jetzt greift uns an. Ihr Fieslinge. Oh, wow, 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 wow. Irgendetwas Gigantisches muss da drin sein. So, Trampolinzeit. Achso, ja, oder? Huckepack. Nein, Huckepack. Lassen Sie das! Oh, sorry, jetzt hing's kurz. Wir werden ein größeres Boot brauchen. Wir haben alles hier, um das Tier zu bändigen. Wir müssen es zum Hafen bringen. Wo ist das Jungtier? In einer gesicherten Anlage. Warum? Wo ist diese Anlage? Wie finden wir den Großen? Wir folgen den Schreien. Oh! Oh! Jetzt gibt es eine wilde Verfolgungsjagd. Mitten in San Diego. Wow, wow, wow. Wir müssen schnell zum Hafen fahren. Aber schleunigst. Bevor uns der T-Rex erwischt. Und er zerstört die ganze Stadt. Wir versuchen auf der Straße zu bleiben. So wenig wie möglich zu kaputt zu machen. Oh, Vorsicht. Wir dürfen nicht zu schnell und nicht zu langsam fahren. Wenn wir zu schnell fahren, kannst du T-Rex nicht verfolgen. Wenn wir zu langsam fahren, erwischt er uns. Also wir müssen die Ballons finden. Oh, weia. Oh, heikle Angelegenheit. Wir schaffen das. Ian und Sarah sind dabei. Der Dino darf aber nicht abspringen, ja? Halt den kleinen Dino fest. Oh nein, was da passiert? Da ist ein Öllaster kaputt gegangen. Schnell weg. Oh, Entschuldigung. Die Polizei ist auch unterwegs. Hier ist wirklich ein großes Tohuwabohu. Alles geht drunter und drüber hier. Lego. City, wollte ich gerade sagen. San Diego. Das ist die Polizei. Da können wir nicht durch. Schnell. Einen anderen Weg. So. Oh, der ist zurück. Der T-Rex ist zurück. Schnell weg.
komm schon, wir haben es bald geschafft. Wir sind bald am Hafen von San Diego. Komm schon, Ian, zeig uns deine Fahrkünste. Zeig uns, wie gut du fährst. Schnell, schnell, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Ja, wir sind ziemlich weit weg. Wir dürfen nicht zu schnell fahren. Komm her, Dinosaurier. Komm her, T-Rex. Oh, oh. Jetzt läuft doch parallel zu uns. Dazwischen ist ein Bus. Der Bus ist kaputt. Nein! Fahr schnell weg! Oder mach eine Vollbremsung. Er läuft an dir vorbei. Oh nein, der arme Busfahrer. Wir haben es aber gleich geschafft. Wir haben es gleich geschafft. Frage. So, wir probieren es mal da durchzukommen, irgendwie. Dann wollen wir mal. Bereit? Wo ist der Rex? Ist der noch hinter uns her? Dr. Malcolm! Was haben Sie mit ihm gemacht? Ich will den Kleinen! Oh, da bist du ja. Ein richtig interessantes Ende. Wir sind auf der Isla Sorna und es kann weitergehen in der nächsten Folge mit dem dritten Film. Das war der erste und zweite Film. Weiter geht's dann mit Jurassic Park 3. Das wird also wieder richtig spannend. Hui, ich kann es kaum erwarten. Ian und Sarah sind natürlich bereit. Mal sehen, ob sie dann auch in der nächsten Folge dabei sind. Rechts oben kommt ihr zur nächsten Folge. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Rechts unten gibt es einen Videovorschlag. Einfach draufklicken und ihr gelangt zu den Videos. Ansonsten nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Das macht ihr, indem ihr links auf das Katzensymbol klickt, wo der rote Pfeil zeigt. Und dann auf die Glocke klicken. Auch ganz wichtig. Bis zum nächsten Mal.